Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung mit Alex. Heute geht es um eine zweite Folge von dem Thema Mining bzw. EOBOT als Mining-Plattform. Und ich werde euch heute nicht erzählen, wie das Ganze funktioniert, gebe euch aber hier unten rechts, könnt ihr sehen, hier unten rechts seht ihr einmal den Hinweis zum Video, das ihr eigentlich anschauen solltet, bevor ihr hiermit startet. Denn in dem Video erkläre ich euch ziemlich genau und Step-by-Step, wie ihr euch hier anmeldet. Das Ganze ist natürlich komplett kostenfrei. Ich erkläre euch, wie das Ganze funktioniert und wie ihr vor allem auch an die Geschwindigkeit kommt, die ihr dafür braucht. Ansonsten würde ich heute mal vorschlagen, auf die Fragen einzugehen, die ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt. Ihr wolltet zum einen wissen, wie es sein kann, dass man US-Dollar oder auch Gold oder Ripple minen kann. Ripple deshalb in Frage gestellt, weil Ripple ja eigentlich gar keine dezentrale Blockchain ist, wie die anderen Währungen, die darauf basieren, sondern Ripple ist eigentlich so eine Art Produkt von vielen, vielen Banken, die sich gemeinsam überlegt haben, irgendwie ein Pendant zu schaffen zu den aktuellen Coins. Und so kommt Ripple natürlich hier mit auf die Seite, aber irgendwie zu Recht die Frage, wie kann man die minen? Das erkläre ich euch gleich einmal ganz kurz und dann möchte ich nochmal ein bisschen darüber sprechen, was ist Cloud City, was ist Cloud Folding und generell Cloud Mining, einfach nochmal, um das in Erinnerung zu rufen. Ja, ich hoffe, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ihr seht, ich bemühe mich, die schnellstmöglich zu beantworten. Auf der anderen Seite geht es jetzt einfach mal los und zwar erkläre ich euch mal, warum man überhaupt solche Dinge wie Ripple, US-Dollar oder auch Gold hier minen kann, obwohl es eigentlich gar keine Bitcoins bzw. Coins sind, die auf irgendeiner Blockchain basieren. Also eigentlich kann man natürlich in eine Mine rein, in eine Goldmine und da minen, aber sicher nicht am Computer, sondern eher mit Hammer und Eimer. Ja, dementsprechend ist es eigentlich ganz logisch. Also die Firma, die sich dahinter verbirgt, bzw. derjenige, der diese Plattform hier aufrecht stellt, ist ein wahrer Miner. Dieser Miner sitzt in Island und hat dort große Hallen, wo er eben ja, sehr viel Equipment hat und das braucht er auch, um mit Grafikkarten und CPUs eben gewisse Blockchains zu überprüfen, weiterzuführen und so weiter. Wenn er das macht, verdient er natürlich dementsprechend im wahren Mining-Prozess Geld bzw. Coins, die er gerade meint. Und wir sehen hier eigentlich so eine Art Brücke zu uns. Ja, diese Cloud ist dafür da, dass Menschen wie du und ich, dem Inhaber dieser Mining-Komplexe in Island, dass sie ihm Geld zur Verfügung stellen. Und im Gegenzug dafür, dass wir Geld investieren in sein Projekt, gibt er uns jeden Tag in kleinen Stückchen einen Teil vom Kuchen ab. Je nachdem, wie viel wir investieren, desto mehr bekommen wir von ihm ab vom Kuchen. Sein Vorteil ganz klar, er braucht natürlich Geld, um zu wachsen, zu expandieren. Und würde er sich Geld von einer Bank leihen oder von irgendwelchen Investoren, könnte es passieren, dass die Investoren nicht nur aus Freude am Spielchen damit machen, sondern von ihm dann eine deutlich höhere Summe erwarten, die er zurückzahlen muss. Das birgt also immer private Risiken. Dadurch nutzt er jetzt hier die Möglichkeit, um mit Leuten wie uns einfach günstig an Kreditgeber zu kommen. Und so funktioniert generell dieses Prinzip. Ihr zahlt also Stand heute meinetwegen 5 Euro. Er zahlt euch dann jeden Tag dafür 10 Cent. Und nach 50 Tagen oder wie auch immer habt ihr dann eure 5 Euro eigentlich wieder zurückverdient. Und als Dankeschön verdient ihr in der Zukunft auch immer weiter daran. Ja, Ziel ist natürlich, dass wir möglichst wenig investieren und möglichst viel Ertrag haben. Ich mache es aktuell so, dass ich ungefähr ca. 100 Euro investiert habe in 2 verschiedene Accounts. Das hier ist mein Test-Account. Hier habe ich, glaube ich, in etwa 40 Euro investiert, in dem anderen Account 60 Euro. Und hier möchte ich euch einfach mal zeigen, was ich aktuell meine. Und zwar sind das hier Bitcoin. Die kann man generell meiner Meinung nach relativ gut gebrauchen, weil es davon relativ viele gibt und der Preis sehr günstig ist. Aber das ist einfach für mich so ein Produkt, das ich persönlich gut finde. Ihr könnt natürlich eure eigene Meinung haben. Ja? Damit es attraktiv ist, gibt es eben nicht nur solche Dinge wie Bitcoin, sondern der Anbieter hat eben auch Ripple, US-Dollar, Gold, all das, was Menschen interessiert, mit auf seiner Seite abgebildet. Und das sorgt dann dafür, dass diese Seite eine deutlich größere Attraktion hat und eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Dadurch hat er also deutlich mehr Kreditgeber und auch Menschen, die sich vielleicht nicht fürs Bitcoin-Mining interessieren, könnten sich aber dafür interessieren, Goldunzen zu minen. Somit kann also jede Zielgruppe angesprochen werden und das ist der Grund, warum man hier Dinge minen kann in der Cloud, die man eigentlich gar nicht wirklich meint. Ihr seid hier also keine wahren Miner, sonst müsste auch euer Computer den ganzen Tag anbleiben und eure Grafikkarte benutzt werden,
sondern wir sind sozusagen Partner von ihm. Und wir als Partner sind Mini-Investoren und wir bekommen über diese Cloud, also über diesen Zusammenschluss von ihm einen kleinen Teil des Kuchens ab und das jeden Tag. Aktuell bekomme ich so circa 40 bis 70 Cent am Tag. Das bedeutet, aufs Jahr gerechnet kommen wir da ungefähr auf 200 € in etwa. Also hätte ich mein Investment von 40 € in diesem Fall hier ungefähr schon nach 3 bis 4 Monaten wieder raus. Das hat also zur Folge, dass sich das Ganze meiner Meinung nach lohnt. Deshalb auch hier dieses Video und deshalb auch der Hinweis. Gut, ja, Cloud Mining an sich habe ich beim letzten Mal schon ausgiebig erklärt. Hier ist eigentlich nur angezeigt, mit welcher Geschwindigkeit ich denn aktuell runterlade, beziehungsweise mine in dieser Cloud. Ich habe jetzt 122. Es geht natürlich deutlich schneller, aber auch etwas langsamer. Das liegt ganz bei euch. Wenn ihr kostenlos das Ganze betreiben wollt, müsst ihr einfach jeden Tag euer kostenloses Gewinnspiel hier abholen bei Faucet. Das heißt, ihr könnt jeden Tag kostenlos, indem ihr eine Antwort eingebt, die in dem Video angezeigt wird, ganz einfach kostenlos Coins bekommen und die könnt ihr dann jeden Tag reinvestieren. Dazu, wie gesagt, nochmal ein Hinweis an mein anderes Video. Das solltet ihr euch zunächst anschauen, dann wisst ihr genau, wovon ich rede. Ja, wir haben also jetzt herausgefunden, warum es Dinge gibt, die man sonst gar nicht meinen kann in Wahrheit und trotzdem hier angeboten werden. Also einfach nur aus Attraktion, damit viele Menschen darauf zugreifen können und alle zufrieden sind. Was bedeutet aber jetzt Cloud Seti und Cloud Folding? Hierzu noch kurz. Cloud Seti ist eigentlich ein zusätzlicher Roboter, wenn man so will, der zusätzlich für uns in dieser Cloud mint. Und zwar haben wir mit diesem Roboter die Möglichkeit, unabhängig von dem Hauptroboter, der durch Cloud Mining gesteuert wird, zum Beispiel den ganzen Tag nebenbei Gridcoins zu generieren. Der Cloud Seti ist einzig und allein dafür, da Gridcoins zu generieren. Und das tut er auch jeden Tag in etwa 0,7 Gridcoins bei mir. Das heißt, ich kann also jeden Tag neben den Bitcoins, die ich mir meine, noch zusätzlich Gridcoins minen. Deshalb hat es für mich Sinn gemacht, da rein zu investieren. Das könnt ihr natürlich alle selbst überlegen, aber das ist der einzige Sinn und Zweck von Cloud Seti. Cloud Folding, ähnliches Prinzip wie beim Cloud Mining. Man investiert Geld, bekommt dadurch gewisse Geschwindigkeiten und kann dann damit eine gezielte Gruppe, ich glaube in diesem Fall war es XEM, kann man damit minen. Das heißt, auch hier wieder ein passiver Roboter, der zusätzlich zu eurem Hauptroboter weiterhin minen kann und dadurch euch bessere Ergebnisse liefert. Ein letzter kleiner Hinweis: Damit das ganze Modell noch etwas zügiger geht, möchte ich nochmal kurz eingehen auf das Thema Referrals, also wenn man so will, Empfehlungen. Im Prinzip habe ich euch beim letzten Mal schon erzählt, dass wir ein gewisses Video haben. Als letztes möchte ich nochmal mit euch auf das Thema Referrals eingehen. Referrals sind nichts anderes als Menschen, die dir gefolgt sind. Das heißt, ich habe einigen von euch entweder privat oder hier über das Internet, über YouTube dazu bewegen können, dass ihr sagt, hey, ich finde das cool, ich möchte auch kostenlos mal das Ganze ausprobieren. Und einige von euch haben sich dann registriert über den Link und dadurch seid ihr Teil vom Team. Vorteil für euch, ihr bekommt bei jedem neuen Mitglied einen kleinen Bonus dazu, einen sogenannten Pending-Bonus. Vorteil für mich, ich bekomme den genauso. Also unterm Strich haben wir alle keinen Nachteil dadurch, dass ihr zum Beispiel bei mir in der Gruppe seid. Im Gegenteil, ihr könntet jetzt auch intern mit mir kommunizieren, ihr könntet Fragen stellen, ihr könntet Nöte äußern, wie auch immer. Und ich kann zum Beispiel sehen, wie viel Geschwindigkeit ihr euch jetzt zugeneriert habt. Einige von euch sind richtig motiviert, haben schon einiges ausgegeben. In etwa, denke ich mal, werden das so 10 bis 20 € sein, die hier ausgegeben wurden. Eben mit dem Gedanken, okay, hey, das lohnt sich, ich investiere jetzt 10 bis 20 €. Die habe ich ungefähr in 2 bis 3 Monaten sofort wieder raus. Und danach ist es eigentlich nur noch langfristig betrachtet meine Einnahme, die ich nebenbei erziele. Je mehr ihr natürlich investiert, desto schneller läuft das Ganze. Aber ihr seht auch, einige der Kollegen hier, die gar nichts investiert haben, sind jeden Tag dabei. Einer ist zum Beispiel relativ gut dabei. Er hat also nur mit Gratis-Coins schon fast 0,1 an Geschwindigkeit erreicht. Ein anderer, der schon einen Monat länger dabei ist, hat scheinbar nicht viel gemacht. Er hat hier ja nicht weiter seine kostenlosen Faucets eingeholt, die ihr euch jeden Tag holen könnt. Und dadurch ist natürlich die Geschwindigkeit langsamer. Ja, wenn ihr auch Interesse daran habt, sucht euch gern Freunde und Bekannte, wo ihr sagt, hey, für die ist das vielleicht auch ein Thema. Zwängt euch nicht auf, macht es so wie ich, macht es ganz frei, denn im Endeffekt haben wir alle was davon. Aber wenn ihr euch dagegen entscheidet, ein Teil des Teams zu werden, ist es auch kein Problem. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, dass das Ganze generell kostenlos ist. Ihr könnt es kostenpflichtig machen, indem ihr alles beschleunigen wollt.
Aber mir ist wichtig, dass niemand von euch wie in so einem Schneeballsystem irgendwas investieren muss. Und den letzten beißen bekanntlich die Hunde. So ist es hier nicht. In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bei Fragen gerne in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch einen richtig geilen Abend und sage bis dann. Ciao.